Hallo YouTube und ein herzliches Willkommen hier von der Insel Curaçao. Wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen Farbe bekommen, beziehungsweise ist es jetzt auch schon das Ende des Urlaubes. Aber einige Wetterkapriolen haben dafür gesorgt, dass ich einfach nicht dazu kam, eine Anmoderation zu machen. Ja, dazu in meinen Videos später mehr. Wir haben uns jetzt hier am Tugboat Beach zurückgezogen, machen hier noch ein paar schöne Aufnahmen, werde gleich noch mit der Drohne ein bisschen hier rumfliegen, weil es ist hier richtig schön und vor allen Dingen sehr originell. Das ist einfach sehr urig hier, einfach alles aus Wrackteilen und anderem Treibgut zusammengeklöppelt. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ist auf jeden Fall eine Fahrt hier runter wert. Also das ist ja am südöstlichsten Zipfel der Insel. Und wir sind ja bei Don Gennaro eher im Nordwesten der Insel. Curaçao gehört zu den Niederländischen Antillen wie Bonaire und Aruba, also die ABC-Inseln. Oder wie Tamara so schön sagte, das ist hier wie Renesse, also Nordsee, Holland, nur mit bunten Fischen und Korallen. Ja, wir haben jetzt hier 14 ganze Tage verlebt, haben viel, viel gesehen, viel, viel erlebt. Ihr seid wie immer hautnah mit dabei bei den Tauchgängen und natürlich auch bei den Sightseeing-Touren, die wir hier gemacht haben. Wie gesagt, das Wetter hat uns leider öfters mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten hier mit zwei Hurricanes zu kämpfen, die zwar nicht direkt Curaçao betroffen haben, aber wir hatten hier die Ausläufer, also hier waren zwei Hurricanes unterwegs, die beide auf dem Weg nach Mittel- und Südamerika waren, also Kolumbien und so. Ja, und das seht ihr auf jeden Fall in den kommenden Videos. Wir hatten richtig tolle Tauchgänge hier. Es ist alles etwas anders hier, wie wir es sonst kennen, so normalerweise hier geführte Tauchgänge oder mal ab und zu angeidet, aber hier war jetzt alles angeidet. Also wir haben zwar den einen oder anderen geführten Tauchgang gemacht, aber dazu dann später mehr, aber den Großteil haben wir wirklich alleine getaucht. Wie gesagt, wir waren bei Don Gennaro untergebracht, das zeige ich euch gleich im Anschluss hier, und sind zusammen mit Central Dive Curaçao getaucht. Die haben uns die Flaschen immer schön zu unserem Taucherhäuschen gebracht. Ja, von da aus alles in den Pickup verladen und hinterher jetzt in unseren Jeep und dann einfach fahren, anrödeln, rein ins Wasser und die Unterwasserwelt Curaçaos genießen. Hier sind wirklich tolle, tolle Tauchplätze, sehr fischreich, was man in Küstennähe eigentlich nicht vermutet. Es war natürlich auch schon mal mehr, aber wie gesagt, hier wird auch sehr, sehr viel gefischt. Aber es war ein sehr, sehr entspanntes und schönes Tauchen hier. Ja, wie gesagt, ihr seid hautnah mit dabei. Ich erkläre euch natürlich auch wieder die Unterwasserwelt und benenne die Fische, wie ihr es von mir gewohnt seid. Das jetzt hier erstmal aus Curaçao. Genießt die Videos mit mir und man sieht sich. Bis demnächst. The touch of yours is what I've been looking for. Will you say my name? I just wanna feel you more. I try to reach out. Yeah.
meine Lieben, das war's hier vom Don Gennaro Apartment in Barba auf der wunderschönen Insel Curaçao, unserer Homebase für unseren Urlaub. Und wie ihr sehen konntet, eine wirklich sehr schöne Anlage, liebevoll angelegt und gestaltet, mitten im Grünen. Ja, und es muss ja nicht immer am Strand sein. Deshalb haben wir uns hier für die Don Gennaro Apartments entschieden. Von hier aus können wir mit dem Auto jeden Strand innerhalb weniger Minuten erreichen. Ja, und selbst die entlegensten Tauchspots sind in gut einer halben bis dreiviertel Stunde zu erreichen. Falls ihr mal mit einem Tauchurlaub auf Curaçao liebäugeln solltet und das Don Gennaro Apartment für euch in Frage kommt, dann gibt es in der Videobeschreibung noch einige Informationen und Kontaktdaten. Ja, und wir fahren jetzt erstmal schön zum Einkaufen, erkunden dann noch so ein bisschen die Umgebung und hauen uns was Leckeres auf den Grill. Ja, und im nächsten Video heißt es endlich Ausrüstung nass machen und die karibische Unterwasserwelt erkunden. Also einschalten nicht vergessen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Freue mich wie immer über Likes, nette Kommentare und den ein oder anderen neuen Abonnenten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin und gut Luft, euer Olli.